So, ich habe schon das erste Opfer gefunden. Michi, ne? Plastisch 4, 4 Music, hat auch das T-Shirt an. Bist du jetzt für 4 Music hier quasi? Ja, klar. Ja, Fanta 4 ist ja hier nicht so. Oh, die Brille. Wir müssen ja die gleiche Brille. Du musst auf jeden Fall Sonnenbrillen tragen. Heute ist Sonne und so. Fanta 4 ist ja hier nicht so das Subject, sondern eher das Label. Und mal gucken, was geht. So. Was ist denn das für ein Label? Erklär mal bitte kurz. 4 Music, ja, hier. Ruth Byron Burke ist dabei, ja. Das ist ein Black Music Label im Großen und Ganzen. Wird kein House, vielleicht doch House, aber eher wenn dann so Disco-House-Geschichten wie aus Frankreich oder so. Mhm. Aber hauptsächlich ist es Soul und Rap. Mhm. Ich finde den Namen sehr schön. Also wer ist denn da so involviert? Seid ihr dann alle das 4? Logo, ne? Ja, ich kenne das ja noch vom letzten Jahr Popcom, da wurde das ja quasi vorgestellt. Und sind es 4 Leute oder ist es ja, nur ein Wortspiel? Nee, es ist tatsächlich das Label von uns Vieren, den Fantis. Ah. Und darum liegt es ja nahe, es 4 Music zu nennen. Ne? Ja. War, also wir haben irgendwie super lang überlegt, bis uns jemand gesagt hat, wieso nennt das nicht einfach 4 Music? Ich war, okay. Ich finde es ziemlich cool. Jetzt bist du ja quasi das erste Mal hier, ne? Bist auch gerade erst 30 Minuten hier, ne? Kannst mir also noch nicht so viel sagen, wie du es hier so findest. Nee. Ist auch der erste Drink heute? Ich habe bis jetzt auch nur Leute aus Deutschland getroffen. der erste Drink auch, ja. Aber es ist wärmer als zu Hause und es könnte ja ganz lustig werden. Neben mir saß Mike Tyson zum Beispiel, das war schon ein sehr witziges Gefühl. Sehr netter Kerl übrigens, also ist nicht so böse, wie man denkt. Und was passiert hier, Winter Music Conference, für dich? Also viele Partys, wir haben am Mittwoch hier eine Party, wo ich mit Boris auflege, Boris Dugosch, Dimitri von Paris, wer noch, Ricky Morrison aus England und Thomas von Daft Punk, das wird glaube ich ganz nett. Und dann denke ich mal ein bisschen Party, ne, abfeiern. Hast du schon mehrere Cocktails zu dir genommen hier? Noch so 2 bis 5 ungefähr. Okay, danke schön. Okay, ich stehe hier mit Tiefschwarz, aber noch relativ blass. Ne? Ja. Wie lange seid ihr hier? 7 Tage sind wir hier. 7 Tage? Das stimmt doch überhaupt nicht. Nee, wir sind 2 Tage hier. Insgesamt 7 Tage. Okay. Aber wir arbeiten an unserer Körperfarbe. Okay, jetzt erzählt mir mal das Wort Winter Music Conference. Was fällt euch da so spontan ein? Du zuerst, Bassi. Platten, DJs, Partys. Kopfweh. Wie viele Cocktails hast du denn schon getrunken? Apropos Kopfweh. Am ersten Abend war es eine ganze Menge. Ja. Bisher habe ich mich ansonsten zurückgehalten. Du? Ich war sehr vorsichtig. Und was habt ihr in eure Reisetasche denn so gepackt dieses Jahr? Ich meine, ich finde, ihr seid ja immer sehr smart gekleidet. Ja, erzähl mal. Viel Glück und viel Geld. Okay, und du? Segen. Viel Glück und viel Segen und Geld. Ja, genau. Und was macht ihr noch so Winter Music Conference mäßig? Legt ihr auf irgendwie? Nee, dieses Jahr leider nicht. Kommt vielleicht nächstes Jahr wieder. Im ersten Jahr hat es mal geklappt, aber bisher nicht mehr. Immer das Gleiche halt. Leute kennenlernen, Platten austauschen und reden, trinken, amüsieren, Party machen. Immer das Same. Okay, dann danke ich euch und wünsche euch viel Spaß. Danke auch. Danke. Bis später. Okay, Boris, hier. Hi. Hallo, Tag in Miami. Das wievielte Mal bist du jetzt hier? Das 4. Mal. Und, wie ist es so? Was hat sich verändert in den letzten paar Jahren für dich? Ja, jetzt kriegt man endlich mal Platten, ne? Wie viele hast du denn schon eingesackt? Keine Ahnung, 50 oder so. Ist immer was Gutes dabei oder erfahrungsgemäß? Erfahrungsgemäß weiß man schon vorher, welche Sachen gut sind und welche nicht gut sind. Also ich weiß schon, dass ich die Hälfte davon gleich hier lassen kann. Woher weißt du das? Entschuldigung. Naja, also es ist selten so, dass es irgendwie neue Leute gibt, die irgendwie Sachen rausbringen. Es sind meistens eingefahrene Labels oder Produzenten. Ja. Ab und zu mal ist natürlich ein Überraschungstreffer dabei. Aber irgendwie, du guckst dir das Label an und siehst schon irgendwie, das ist was oder das ist nichts. Und was machst du sonst hier Winter Music Conference mäßig? Was passiert? Ja, ein bisschen Urlaub mit meiner Freundin, 10 Tage und... Schon angenehm, gefunden, ne? Chillen und dann geht's weiter wieder Studio-Stress. Was sagst du jetzt zu der Situation hier am Pool? Das ist ja irgendwie ziemlich groß jetzt alles geworden. Findest du das schade oder denkst du, das ist so normal? Lauf der Dinge. Ja, ich denke, das ist normal, aber trotzdem ist es natürlich etwas ausgeartet. Und das macht so, dass
relaxte Business machen, was man so früher hatte, sodass man so auf locker so ein bisschen rumläuft und so die Leute alle trifft, macht es ein bisschen schwieriger. Weil eben neben den Leuten, die man treffen will, auch 100.000 Leute sind, die man nicht unbedingt treffen will, die einen dann festhalten und, ne? Naja, man ist jetzt aber auch bekannter, Boris. Du bekommst ja jetzt auch Schallplatten. Ja, ja, genau. Ja, das hat alles seine guten und schlechten Seiten natürlich, klar. Apropos jetzt bekannt, was passiert denn so jetzt demnächst bei dir? Ja, musikalisch, also ich bin hier, um meine dritte Single zu promoten, Live Your Life Away. Das ist eine Doppelpromo. Auf der einen Seite ist Horny von Musti, der neue Track, wo wir noch einen Vocal Mix gemacht haben. Und die A-Seite ist meine neue Single. Ja, dann hoffe ich, kriege ich endlich mein Album mal fertig. Aber das wird wahrscheinlich erst so nach dem Sommer sein, weil noch ein paar Remixe anstehen und so weiter. Okay, dann danke ich dir und wünsche dir viel Glück bei all deinen Dingen, die du noch vorhast. Und wir sehen uns gleich wieder. Hier nochmal Tiefschwarz am Start mit unserem Video-Wunsch. Wir wünschen uns von Herbie Hancock Rocket, weil das die Puppen so schön tanzen lässt. Okay, ciao. Mittlerweile ist es dunkel geworden in South Beach und Winter Music Conference heißt auch auf jeden Fall Partys ohne Ende. Hier sind wir auf der Washington Avenue und hier sind so die meisten Partys und man weiß eigentlich gar nicht, wo man hingehen soll. Weil hier zum Beispiel seht ihr das Liquid. Kleiner Menschenauflauf. Ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, wie er spielt, aber ich schätze mal, es muss was Besonderes sein, weil sonst wären ja nicht so viele Leute. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da hinten ist die Straße komplett abgesperrt, weil dahinter ist das Warsaw, ist so angesagtester Gay-Club hier in der Stadt. Und die haben sich zusammengetan, und damit es dann mal richtig klasse wird. Okay, wir gehen aber nicht hier hin, weil ich ja Hooligan versprochen habe, vorbeizugehen im Amnesia und mal Tag zu sagen. Und außerdem ist ja auch der Novi hoffentlich mittlerweile da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Endlich vorm Amnesia angekommen und hier spielen, wie gesagt, Amor von Helden, DJ Sneak und Hooligan und Tom Novi. Und deshalb gehen wir jetzt weiter rein. Tom Novi, wie geht's dir? Danke, gut. Du bist heute erst angekommen, ne? Ja, ich kam von Wien, hab gestern leider nochmal, oder beziehungsweise in Wien spielen müssen, bin heute irgendwie 16 Stunden in der Luft gewesen, keine Ahnung, ein bisschen verpeilt alles. Ist das erste Mal mit der Music Conference?
Ich bin das erste Mal auf der Music Conference, allerdings nicht das erste Mal in Miami zum Spielen. Und was erwartest du dir von der Messe? Soll ich ehrlich sein? Ja. Also ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es so ein bisschen albern, wie alle Jungs hier mit ihren ganzen Kärtchen rumlaufen, ihren Ausweisen, die schön herzeigen alle. Mit Sicherheit ist es ein guter Platz, um irgendwie Sachen auszutauschen, um irgendwie sich kennenzulernen und so. Aber ich glaube, die wahre Messe findet nicht, wie jetzt, wenn man da so an den Pool geht oder so statt, sondern die wahre Messe findet in den Clubs statt, in den Restaurants, wenn wirklich wichtige Meetings sind. Mit Sicherheit eine gute Sache, wenn man sich mal treffen will. Ami und Deutschland und wer halt auch noch so da ist, aber feine Sache. Was hast du denn so in deine Reisetasche gepackt? Oh, das ging ziemlich schnell irgendwie. Ich habe irgendwie nur falsche Sachen mitgenommen. Komischerweise, ja, das ist das einzige schicke Teil. Das habe ich auch noch aus der Reinigung geholt. Sonst habe ich irgendwie Sachen, die nicht zueinander passen, mitgenommen. Grün und blau und aber du kannst dir hier ganz viel kaufen. Ja, aber mit den vielen Dollars, die du verdienst hier beim Auflegen. Ja, das ist ja hier mehr so, man macht das ja mehr so, um mal in fremden Ländern aufzulegen. In Amerika wird ja nicht wirklich viel bezahlt. Was steht denn sonst so an bei dir im Moment, also apart von Superstar, being a Superstar jetzt? Kutsches Video übrigens, wollte ich dir noch sagen, finde ich echt gut. Es steht an, natürlich die neue Single, ist ganz klar. Die wird heißen, voraussichtlich, Down With The Funk. Ist auch wieder ein schönes Funky-Teil mit Vocal und allem drum und dran. Dann steht an, ja, jede Menge Auslandsreisen, jede Menge viel DJing, Gott sei Dank. Ich fahre nach Thailand und ich fahre jetzt nach Texas demnächst und bin in Italien viel unterwegs. Dann freue ich mich natürlich sehr über den Mayday Date. Also auch wenn Leute sagen, man muss da nicht mehr spielen, ich möchte da gerne spielen, ich freue mich darüber. Wir haben auch einen ganz tollen Track gemacht für die Mayday. Da gibt es auch dann auf Vinylball zu kaufen. Kauft den Track, der ist gut. Und jede Menge Zeug, Ibiza im Sommer, bla, was weiß ich. Party, Party. Ja, Party, Party, Party. Okay, danke. Gleich. Ja. Geil. Du hast viele verschiedene Seiten. It's me, but it ain't ja, ich bin mal so und dann mal so. Aber jetzt mache ich, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und darum geht's. Den Olli vom Underground Solution Plattenladen aus Hamburg getroffen. Olli, Winter Music Conference, was heißt das für dich? Erste Hinsicht eigentlich Urlaub, wie für alle eigentlich, Geschäft bisschen und, ja, und Freunde treffen, die man so über die ganzen Jahre kennengelernt hat. Roger Sanchez zum Beispiel, ne? Ja, den haben wir schon in New York getroffen und heute haben wir ihn auch schon gesehen. Du bist von New York aus hier hingekommen, hast da noch ein paar Tage verbracht, bist heute erst hier hingekommen. Warst du das erste Mal in Miami? Nee, ich war schon vor 3-4 Jahren schon mal hier, aber nicht wegen der Winter Music Conference, sondern einfach nur Urlaub. Okay. Was hast du in deine Reisetasche gepackt? Ja, was anziehen, natürlich wenig, damit man hier noch ein bisschen shoppen gehen kann und ein paar Schallplatten. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Viel Spaß. Ah ja, danke, euch auch. Ciao. Gesichter, Monika Kruse, eben noch in Berlin gewesen. Du hast im Tresor noch aufgelegt, ne? Naja, bis morgens um 7 und dann gleich in die Maschine rein und her. Und bist jetzt gerade erst angekommen? Abends um 8, ja. Und wie geht's dir? Müde, aber auch etwas angeheitert. Was ist das für ein Drink? Wodka, Cranberry, ziemlich heftiges Zeug, also besser als das Bier hier. Okay, und was versprichst du dir von der Winter Music Conference? Sonne, Fun, nette Gesichter, ein paar Kontakte vielleicht auch. Partys. Partys, naja gut, Partys hat man auch in Deutschland und vielleicht sogar auch bessere. Mal schauen. Alles klar, ich danke dir sehr und wünsche dir viel Spaß. Danke. Roger Sanchez liegt auch hier auf im
I'm Amnesia. Roger, what do you think about the Winter Music Conference? Was bedeutet die Winter Music Conference für dich? I think for me the Winter Music Conference is a place where a lot of DJs. Das ist eine Veranstaltung, bei der sich viele DJs und Producer treffen, um die Dance Music zu unterstützen. Das ist eine tolle Sache geworden. Viele Europäer sind mittlerweile auch hier. Das ist ein weltweites Phänomen. Es sind auch eine Menge neuer Künstler hier dieses Jahr. Und das finde ich besonders wichtig. Was gibt es Neues von Narcotic Records? Wir haben einen neuen Vertrieb in Amerika. Es gibt neue Releases und Remixes von New Solution, unter anderem von Junior Sanchez. Außerdem habe ich gerade einen Deal mit Sony gemacht für das neue Album, an dem ich gerade arbeite. Und es kommen Remixes von den Funk Junkies mit dem Song God Funk. Von Junior Sanchez und DJ Tonka aus Deutschland. Tonka, wenn du das siehst, schöne Grüße. Also ich bin beschäftigt für die nächsten paar Monate. Gonna be real busy for the next couple of months, so like always, be immer, also. Back in ja, ich hoffe, ich bin bald wieder in Deutschland. Berlin House präsentiert Spring with Downtempo am Samstag, den 4. April in Friedrichshafen in der Metro. Es handelt sich hierbei selbstverständlich nicht um den gleichnamigen Großmarkt, sondern um einen rein musikalischen Ohrenschmaus. Der Frühling kommt fett und zwar im Doppelpack mit Richard Dorfmeister und Rollercone und MC NYA von Five Star Galaxy und Sabine Christ. Hamburg hat eine neue Partyreihe. Der Powder Room im Absolut auf dem Hans-Albers-Platz in Hamburg bittet von nun an jeden Samstag zum Energy House for your pleasure. Am Samstag, dem 4. April, geht's los mit Daniel Klein und Superbird. Am Samstag, dem 11. April, stehen dann Neon, Leon und Barbie Sue an den Turns. Happy Birthday Hexenhaus. Gefeiert wird am Samstag, dem 4. April, im Empire in Wesel. Geburtstagsständchen kommen unter anderem von Calvin Rotain, Phil Fuldner, Mr. B und Perplexe. Specs präsentiert Sabotage Cash Tour The Sand of Money. Seit dem 13. März touren nun schon Patrick Pulsinger, Erdem Tunakan, Pomasel, Alois Huber und Plack durch Österreich und die Schweiz. Am Donnerstag, dem 9. April, machen die Jungs in der Berliner Insel Boxenstopp. Weiter geht's dann am 10. April in Prag im Radost.